Herr Bischof, herzlich willkommen bei katholisch.de hier auf dem Katholikentag in Leipzig. Was haben Sie bisher von diesem Katholikentag hier mitnehmen und erleben können? Ich freue mich über die gute Atmosphäre, die hier herrscht und auch die vielen Anregungen. Es ist ein munteres Treiben, nicht unkritisch, sondern man setzt sich durchaus mit den aktuellen Themen auseinander. Und das finde ich schon beeindruckend. Ich war heute zum ersten Mal auf der Kirchenmeile und da bin ich auch erstaunt, wie viele der eigenen Leute ich da getroffen habe an verschiedenen Ständen. Unter anderem gibt es ja unseren Stand Ökumene in der Mitte. Das ist etwas ungewöhnlich, weil darunter verbergen sich zwei Diözesen, Erfurt und Magdeburg, und zwei evangelische Landeskirchen, die Evangelische Kirche Mitteldeutschland und von Anhalt. Und das betreiben wir schon seit einigen Jahren auf Katholiken- und Kirchentagen. Und Ökumene in der Mitte macht auch deutlich, was uns besonders am Herzen liegt. Und in dieser Weise war ich auch bei einigen ökumenischen Veranstaltungen inzwischen, bereite mich jetzt auf den zentralen ökumenischen Gottesdienst vor. Und was auch noch uns bewegt, ist natürlich die Entwicklung von Kirche hier in dieser Region. Und da fand ich es als sehr bemerkenswert, dass eine Veranstaltung, die eigentlich ja kritische Fragen aufwirft, nämlich Gemeindeleitung durch Laien, dass die sehr konzentriert war, sehr gehaltvoll war und auch in einer entsprechenden Atmosphäre verlief. Ich glaube, dass jetzt doch eine ganze Zahl von Leuten begriffen haben, dass Kirche sich in ihrer Gestalt dramatisch verändert. Und dass wir da also auch mitwirken müssen, dass wir Lösungen suchen müssen, wie wir weiterhin lebendige Kirche hier sein können. Die Lösung gibt es nicht, aber es gibt die Suche und es gibt auch hochmotivierte Christen, die da mitwirken. Sie haben eben schon den besonderen Standort des Katholikentages angesprochen, hier in Leipzig. Welche Impulse versprechen Sie sich von diesem Katholikentag, insbesondere auch für die Kirche in Ostdeutschland? Also einmal tut es uns gut, wenn die katholische Kirche Deutschlands insgesamt hier präsent ist. Wir wünschten aber sehr, dass man sich auch auf unsere Situation einlässt. Und es wäre schade, wenn das einzige Ergebnis wäre, dass man dann woanders jetzt weiß, dass hier nur 4% katholisch sind und 80% konfessionslos. Dieses Wissen allein reicht nicht, um die Konsequenzen auch zu erahnen, die sich damit für uns verbinden. Also ich wünschte sehr ein beiderseitiges Geben und Nehmen. Wie könnte das denn im Rahmen eines Katholikentages Ihrer Ansicht nach besser gelingen? Dass man sich auch vielleicht noch stärker auf die Situation einlässt in Foren. Es hat einige Foren gegeben dieser Art, aber vielleicht noch etwas deutlicher. Bei der Öffnungsveranstaltung zum Beispiel, ich meine den Festakt am Nachmittag, da hätte ich mir das gewünscht, dass das noch stärker in den Blick genommen worden wäre. Worauf lässt man sich eigentlich ein, wenn man hierher kommt? Was bewegt hier die Menschen? Wir können selber nicht analysieren, wie die Situation ist. Wir ahnen nur so manches, aber gerade eben sich damit auseinanderzusetzen, halte ich für sehr wichtig. Vielleicht ist das ja ein Impuls, der noch in den weiteren Tagen des Katholikentags vonstatten gehen kann. Das Motto, das Leitwort des Katholikentages heißt, seht, da ist der Mensch. Wie würden Sie das für sich persönlich übersetzen? Ja, seht, da ist der Mensch. Das ist eigentlich eine Predigt, die ich am Karfreitag halte. Und die ebenso die doppelte Bedeutung hat, das Elend des Menschen, auch was aus Menschen werden kann, wie sie verkommen, was sie für Vorstellungen haben, unmenschlich teilweise, aber eben auch, dass wir im Blick auf Christus einen anderen Menschen sehen, der von Gott her kommt und gestärkt ist, in dieser Welt etwas zu verändern, zum Lichtvollen und zum Schöneren. Hoffen wir, dass das in diesem Sinne, dieser Impuls auch von Leipzig und von diesem Katholikentag ausgehen kann. Herzlichen Dank, Bischof Feige, für Ihren Besuch hier am katholisch.de-Stand auf dem Katholikentag und noch eine schöne Zeit hier in Leipzig. Danke, Herr Zimmermann.